الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله ورحمة وهداية للعالمين بعثه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك وتابعيهم وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Amma ba'du fa ya ibadallah. So heiße ich euch willkommen bei dieser Khutba und bei dieser Versammlung. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er uns genauso, wie er uns hier versammelt hat, dass er uns auch im Paradies, im Al-Firdaus al-A'la, mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vereinigt. Und um fortzusetzen, so möchte ich gerne von euch, dass ihr euch einen Mann vorstellt. Dieser Mann ist auf der Wüste und durstig. Und um ihn sind ebenso Leute, die durstig sind. Und er, obwohl er selber eigene Probleme hat, möchte er den anderen helfen. Was würdet ihr denken? Er würde verrückt sein. Warum? Weil er selbst sich nicht helfen kann und trotzdem den anderen helfen möchte. Genauso sind wir heutzutage. Wir sind in einer Lage, wo wir um die Leute gucken, achten, um die Leute, die Probleme haben, die ganz weit von uns entfernt sind und vergessen unsere eigenen Probleme. Wir vergessen, dass wir uns selbst ändern müssen. Wir vergessen, dass wir unsere Familie ändern müssen. Wir vergessen, dass wir uns als erstes die Umgebung verändern müssen. Allah Azza wa Jal sagt im Koran: أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dass wir Probleme haben, ist natürlich. Allah Azzawajal sagt, dachten die Menschen wirklich, dass sie La ilaha illallah sagen und sie werden nicht geprüft? Und wir haben wahrlich die vor euch geprüft. Und wir werden diejenigen, die das La ilaha illallah mit Wahrheit gesagt haben, von denen, die gelogen haben, trennen. Allah Azza wa Jal hat die Menschen vor uns mit einer bestimmten Prüfung geprüft und uns anders. Zum Beispiel hat er die vor uns geprüft wie die Sahara von Musa a.s. Die Zauberer von Musa a.s., als sie vor Musa a.s. standen und sagten, werfe deinen Stab als erstes, und er warf, und als sie sahen, dass dieses Stab zu einer Schlange verwandelt hat und dann die Wahrheit anerkannt haben, haben die sich niedergeworfen. Sie haben sich niedergeworfen und sagten, Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Wir haben an den Herrn von Musa a.s. und Harun a.s. geglaubt. Hier kam diese Regel, die Allah azawajal erwähnt hat. Nachdem sie La ilaha illallah gesagt haben, wurden sie geprüft. Von wem? Von Pharao, mit Pharao. Als er sagte, ich werde euch, weil ihr La ilaha illallah gesagt habt, weil ihr nicht mehr an mich selbst glaubt, euch töten. Was sagten die Sahara? Was sagten diese Zauberer, die nachdem sie Zauberer wurden, Muslime wurden, Gläubige wurden? La dair, inna ila rabbina munqalibun. Es ist kein Problem, was du mit uns machen möchtest. Es ist kein Problem, was du mit unserem Körper machen möchtest. Das Einzige, was du machen kannst, ist unseren Körpern einen Schmerz zu geben. Aber am Ende werden wir zu Allah Azza wa Jal zurückkehren. Genauso wie sie geprüft worden sind, werden wir mit einer anderen Sache geprüft, indem wir uns selbst vor uns haben. Wir werden mit uns selbst geprüft. Eine verzweifelnde Mutter sagte, sie hat ein Kind. Und dieses Kind geht zur dritten Klasse. Und in der dritten Klasse muss man zum Schwimmen gehen. Während er sich umzieht, muss er seine Mitschüler nackig ansehen. Ebenso, bevor man zum Schwimmen geht, muss man sich duschen. Dort sieht man sich auch nackig. Das Schlimmste ist nicht, dass man sich dort sieht. Das Schlimmste ist, dass die meisten, die dort sind, Muslime sind. Sie fragte mich,
Was ist mit den Muslimen, die hier leben, frei sind, ihre Meinung äußern können und trotzdem nichts machen? Und trotzdem einfach zusehen, wie ihre Kinder das alles machen? Genauso der Hijab. Was ist mit unseren Töchtern, die klein sind und nicht erzogen werden, dass sie den Hijab tragen? Und dann nachher fragen wir, warum die Jugendlichen so sind. Warum die Jugendlichen Jeans tragen, die zerrissen sind. Warum die Frauen, unsere Töchter, Tanten, Mütter, nicht den Hijab tragen. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Dachten die Menschen wirklich, dass sie geprüft werden, dass sie La ilaha illallah sagen und nicht geprüft werden? Das ist die Prüfung heutzutage, dass wir mit uns selbst kämpfen müssen, dass wir selbst die Wahl haben zwischen Gut und Böse. Allah Azza wa Jal hat ebenso die Arten der Prüfung im Koran erwähnt. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Und wir werden euch wahrlich mit der Angst und mit der Hunger prüfen und mit dem Verringern des Vermögens und der Seele und der Früchte. Niemand sollte sich fragen, wie ich geprüft werde. Denn Allah hat es geschrieben. Und jeder Mensch kann eigentlich sich schon darauf vorbereiten. Jeder Mensch könnte sich von jetzt an schon prüfen, dass er für diese Prüfung, die kommen wird, bereit ist. Die Sahabe selbst, damit wir uns vergleichen, wie wir sind und wie sie früher waren, wie die Sahabe waren. Die Sahabe selbst waren traurig, wenn ein Tag vergangen ist ohne eine Prüfung. Wir stattdessen heutzutage möchten gerne einen Tag haben ohne Prüfung. Das ist der Unterschied. Der Grund, dass wir das alles vergessen haben, ist, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Dass wir nicht mehr wissen, was unser Ziel ist. Wir haben vergessen, dass wir Ummatun Nabi, Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Und hiermit will ich mit dieser Geschichte beenden. Musa alaihi salam hat mit Allah azza wa jalla einmal gesprochen. Und als er die Tora las, At-Tora, sagte er, Ja Rabb, ich sehe in der Tora gelesen, ich lese dort, dass es eine Umme gibt. Wenn sie die Luqma, das Stück Essen, in ihren Mund reinlegen und es in den Magen reinkommt, dass du ihnen vergibst. Warum? Weil sie mit Bismillah angefangen haben und mit Alhamdulillah beendet haben. Ja Rabb, lass diese Umme meine Umme sein. Und er sagte, ja Musa, das ist nicht deine Umma. Diese Umma ist Ummat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihi wasallam sagte, ja Rab, ich sehe in den Tafeln geschrieben, dass es eine Umma geben wird. Und diese Umma, wenn sie eine Sünde begehen möchte und sie den dann nicht macht, dass du ihm dann eine Hasana gibst. Lass es bitte meine Umma sein. Und Allah sagt, ja Musa, das ist nicht deine Umma. Diese Umma ist Ummatun Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihi wasallam sagt, Ja Rab, ich sehe in den Tafeln geschrieben, es gibt eine Umma, wenn sie eine gute Tat machen möchte, aber sie es dann nicht gemacht hat, dass du ihm eine Belohnung gibst für dieses Denken wenigstens. Lass es bitte meine Umma sein. Und Allah sagt, Ja Musa, das ist nicht deine Umma, sondern Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hierauf sagt Musa alaihi salam, Ja Rab, es steht noch in der Tafel geschrieben, dass es eine Umma geben wird. Wenn die eine gute Tat machen möchte und sie es macht, dass du ihnen 10 Belohnungen gibst und sie auf 700 vermehren kannst. Lass es bitte meine Umma sein. Und Allah sagt, Ja Musa, das ist nicht deine Umma, sondern Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagte hier auf Musa alaihi salam, lass mich Mitte von Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Aqulu qawli hadha. Und ich bitte Allah azza wa jal, dass wir alle, die hier sind und die um uns sind, dass wir wirklich zu Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden und bleiben und so sterben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين